Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allah Segen und die Friede sei auf ihm. Und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema: Allah ist der Schutzherr und barmherzig. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden immer wieder Schwierigkeiten begegnen. Auch wenn es für uns auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, liegt in allem etwas Gutes. Im oben genannten Vers versteht man, dass Allah, Ehre sei ihm, das Leben der Gläubigen versichert hat. Er möchte nicht, dass sein Stellvertreter auf der Erde wie ein Blinder im Dunkelheit und im Dunkeln der Ignoranz tappt und Sklave seiner eigenen Gelüste wird und sich somit entwürdigt. Mit anderen Worten ist die islamische Botschaft eine Wiederbelebung und Erleuchtung für die Seelen, die Gläubigen. Diese Erleuchtung führt die Menschen aus der Dunkelheit des Bolotheismus und der Unwissenheit hinaus in das Licht der Wahrheit. Liebe Geschwister, es gehört zu den religiösen Notwendigkeit und Respekt gegenüber den Gottesfreunden Wali zu zeigen. Der folgende koranische Vers erklärt einerseits die Belohnung Gottes für seine Gottesfreunde. Sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll kein Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und Gottesfürchter sind, für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben, und im Jenseits. Keine Abänderung gibt für Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Alles Lob gebührt Allah und die Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwister, Barmherzigkeit, Rahme. Barmherzigkeit ist eines der Namen Gottes, sowie eine seiner Eigenschaften. Deshalb ist Allah der Schutzherr für alle Menschen, der seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und er ist der Schutzherr und lobenswürdig. Wir alle haben die Gemeinsamkeit. Wir alle sind die Geschöpfe Allahs und die Kinder Adams. Barmherzigkeit ist auch stets gegenüber allen Geschöpfen geprägt. In diesem Sinn steht im Koran: Es gibt kein Tier auf der Erde, ohne dass Allah sein Unterhalt überoblege. Und er kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort. Das heißt, wird Allah seine Geschöpfe nicht ohne Versorgung und Hilfe lassen. Er ist der, der den Lebensunterhalt für alle seine Geschöpfe erschafft. Als ein Zeichen seiner Barmherzigkeit und die Gnade umfasst er also die Welten mit Barmherzigkeit. Gesegnet sind diejenigen, die Allahs Freunde lieben und respektieren. Möge Allah es uns ermöglichen, seine Gaben und Bedürftigen zu teilen. Amen.